Was geht ab, Freunde der Sonne? Hier ist mal wieder Turbo Torben und heute in diesem Tutorial erkläre ich euch, wie ihr einen Angriff blitzschnell mit dem vorderen Bein richtig ausführt. Warum kicken wir mit dem vorderen Bein? Ganz einfach, das ist wie beim Boxen, es gibt immer die Führhand und es gibt die Schlaghand und das vordere Bein steht wie gesagt vorne, darum ist es natürlich näher an dem Gegner dran, das heißt es ist ein direkterer Angriff und umso direkter ist immer besser, weil direkter Weg ist immer der kürzeste Weg. Das heißt, der kürzeste Weg zu meinem Gegner ist, wenn ich das vordere Bein einfach hochhebe und kicke. So, und jetzt zeige ich euch drei Möglichkeiten, wie ihr effektiv mit dem vorderen Bein arbeiten könnt. So, Möglichkeit Nummer 1, wie ihr mit dem vorderen Bein angreifen könnt, sieht folgendermaßen aus. Ihr tut so, als wenn ihr mit dem hinteren Bein angreift. Das nennt sich dann auch Skip Kick. Das heißt, wir tun so, als würde ich jetzt mit dem hinteren Bein einen Long Kick zum Beispiel ausführen. Das kann man dann mit jedem beliebigen Kick machen. Also ich tue so, als würde ich mit rechts kicken. Ich springe dann aber nach vorne, ich überbrücke die Distanz und bewege mich auf meinen Gegner zu und kicke dann aber mit dem vorderen Bein. Das heißt, ich täusche an und kicke dann mit dem vorderen Bein. Jetzt noch einmal schnell. Wichtig dabei ist, dass der rechte Kick, der erste Kick, ist kein Kick. Ihr überbrückt nur mit diesem, das ist sozusagen ein Schritt. Ihr kickt den nicht aus, das gibt es natürlich auch, dass ihr beide Kicks ausführt. Das sieht dann so aus. Typische Taekwondo-Kicks, Kick, Kick, Kick. Aber den Kick, den ich euch heute erkläre, das ist kein Kick, sondern wir überbrücken nur die Distanz und springen dadurch nach vorne. Pop! So, die zweite Möglichkeit ist der typische Bruce Lee-Kick. Das wäre auch der Cut-Kick. Und dafür steht man halt relativ seitlich und steppt jetzt im Prinzip mit dem hinteren Bein an die Stelle, wo das vordere Bein steht. Also ungefähr so. Man überbrückt genauso wie beim ersten Kick die Distanz und führt dann natürlich mit dem vorderen Bein den Kick aus. Das bedeutet, wir täuschen mit dem Bein nicht an, sondern wir springen direkt in den Gegner rein. Der typische Bruce Lee Kick. Es geht wie gesagt nur um den Step. Ob ihr dann einen Round Kick, einen Hook Kick oder sogar einen Side Kick macht, das ist dann euch überlassen. Das funktioniert natürlich für alles. Wir können das als Round, Pum, als Hook, Pum oder als Side Kick machen. Und bei diesem Kick ist natürlich euch überlassen, wie ihr das übt und wie viel Distanz ihr damit letztendlich überbrücken könnt. Also man könnte schon gute 2 Meter reinspringen mit diesem Kick, aber es liegt natürlich dann immer an der Person individuell. Die dritte Möglichkeit ist natürlich, mit dem vorderen Bein anzugreifen und zwar komplett aus dem Stand. Das ist ganz wichtig, dass man diese Technik kennt. Das heißt, wir stehen in unserer Kampfstellung, wir bewegen uns kein bisschen nach vorne, kein bisschen nach hinten. Das Einzige, was sich bewegt, auch nicht die Schulter, sondern nur das Knie geht hoch und direkt. Das heißt nicht, dass ich noch irgendwie einen Fuß ranziehe oder sowas, sondern das Knie geht hoch, weil das Knie beschützt euch. Das heißt, euer Gegner kommt auf euch zu, bam, Knie geht hoch und ihr kontert sofort mit dem vorderen Bein, egal ob Round, Hook oder Side. Und nicht das hier. Weil wenn ihr diese Bewegung macht, weiß euer Gegner, es kommt irgendwas. Wenn ihr irgendwie so eine Bewegung macht, bevor ihr euer Bein hochzieht, ist es leichter, weil man halt nicht aus dem kompletten Stillstand startet. Aber wenn ihr aus dem kompletten Stillstand startet, dann habt ihr wirklich diesen Überraschungsmoment. Er kommt auf euch zu, boom, kommt der Kick. Okay Leute, und jetzt demonstriere ich euch nochmal, wie diese Kicks an einem Sandsack aussehen. So Leute, und diese Kicks, jeder hat natürlich seine Auslage, die er bevorzugt. Einige stehen rechts vor, andere stehen links vor. Aber ich bin immer dafür, dass man solche Sachen immer mit beiden Seiten lernt, weil das einfach Basics sind und ansonsten kriegt man ein körperliches Ungleichgewicht. Es sei denn, ihr seid Profi-Kickboxer und euer Trainer sagt euch, ihr steht nur in einer Auslage, dann macht ihr, was euer Trainer sagt. Aber im normalen, regulären Training immer gute Seite und schlechte Seite trainieren. Und ich habe eben das alles mit links gemacht und jetzt am Samstag zeige ich euch das mit rechts. Okay Leute, Hashtag Bruce Lee Kick.
Okay Leute, das waren meine Beispiele, wie man blitzschnell mit dem vorderen Bein angreifen kann. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Haut den Like-Button nach oben. Falls euch solche Kicks interessieren, wir haben eine ganze Playlist. Kicks lernen heißt diese Playlist, die findet ihr auf unserem Kanal. Und ansonsten Leute, peace out, haut rein, macht's gut und wir sehen uns in den nächsten Videos.